Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, wenn wir die großen Zusammenhänge weltanschaulicher und religiöser Art betrachten, so können wir zurückgreifen auf älteste chinesische Weltanschauungen. Gerade in den Auseinandersetzungen der verschiedenen Religionen und Religionssysteme, aber auch in der persönlichen Auseinandersetzung in Glaubensfragen, spielt die Betrachtung der chinesischen Grundströmungen eine nicht unbeträchtliche Rolle. Wir haben im alten China zwei große Prinzipien der Kultur. Denn letzten Endes geht es hier auch in unserer Zeit darum, dass wir wieder Kultur gewinnen. Wir sind in eine Zeit gekommen, in der wir Zivilisation haben, aber keine Kultur. Wir hatten einmal eine Kultur, aber das, was heute sich dartut, darin überwiegt die Zivilisation sie so sehr über alles kulturelle Bemühen, auch in den Völkern und unter den Völkern, dass sie auf die großen Entscheidungen, also auch auf die politischen Entscheidungen und damit auch auf die Entscheidungen jedes individuellen Lebens keinen Ausschlag mehr gibt, nicht einmal mehr in den Schulen. Denn auch die Schulen sind keine Kultstätten mehr, sondern sind gebunden an Lehrmeinungen von Ministerien, die wiederum ganz mit der Zivilisation, Industrie und so weiter zusammenhängen. Darum interessiert uns, da wir ja hier einmal den großen Rahmen haben wollen, das Grundsätzliche, die philosophischen Hintergründe, auch das, woraus eigentlich sich alles entwickelt hat. Im alten China, jener Kultur, die ja sehr viel älter ist wie unsere europäische Kultur, da gab es zwei große Strömungen. Die eine, das war der Konfuzianismus und der andere der Taoismus. Der Konfuzianismus, das ist etwa der heutige Bhagwan, der ganz einfach sagt, lebt und sucht euch die Freuden des Lebens und genießt das Leben in seiner vollen Gegenwärtigkeit, denn es wird ja doch irgend zu einer Katastrophe kommen und dann habt ihr wenigstens das Leben gelebt. Das ist etwa die Philosophie, die er hatte. Und das hat sehr viel gemein mit dem Konfuzius, der die Daseinsfreude, das auch das sittliche Leben des Daseins unter den Menschen pflegte, und zweifelsohne in dieser Richtung dem Volk damals einen Halt gegeben hat, aber auch eine ganz bestimmte Weltanschauung. Ganz anders der Taoismus. Es geht dabei um den Lao Tse, um jenen, der sein Leben lang aus einem gewissen Hintergrund in diesem Kaiserreich China seinen Dienst verrichtet hat und der
in einer ganz anderen Weise das Leben betrachtete. Der Tao ist das, was ist, den man nicht greifen und begreifen kann. Als dieser Lao Tse am Ende seines Lebens, da er merkte, dass er alt war und seinen Geschäften nicht mehr nachgehen konnte, hat er das Land verlassen. Und so kam er denn an die Zöllnerstelle an der Grenze des chinesischen Reiches, und der Zöllner erkannte ihn. Und er bat ihn, er möchte doch etwas noch niederschreiben, dass von ihm noch etwas erhalten blieb. Und da setzte sich Lao Tse in die Zöllnerstube und schrieb den Tao Te Ching. Dieser Tao Te Ching beginnt, der Sinn der Tao, das ist etwa übersetzt, was der Tao ist. Der Sinn, den man ersinnen kann, ist nicht der ewige Sinn. Und der Name, den man nennen kann, ist nicht der ewige Name. Jenseits der Grenze der Offenbarung gelangst du zu der Anschauung der Kräfte. Er hat diesen Tao und diesen Taoismus begründet. Bis in das 7. Jahrhundert nach Christus war der Tao eine Kultur Chinas. Eine besondere, eigenartige Kultur. Und wenn ich auf diesen Taoismus zu sprechen komme, so kommen heute manche Menschen in Lindisfarne, in Findhorn, zusammen, große, bedeutende Wissenschaftler unserer Zeit, die in einem ganz neuen Geist, man könnte sagen, in dem Geist des Aquarius, des Wassermanns, sich treffen und greifen wieder auf den Taoismus und auf die Kultur des Taoismus zurück. Sie ist eine Kultur, die eine Einfachheit in sich birgt. Einfachheit bedeutet in diesem Sinne nicht eine Armut, in keiner Weise, sondern genau das Gegenteil. Denn nur in der Einfachheit ist es möglich, dass sich der Sinn an allen erfüllen kann. Überall dort, wo man in das Komplizierte geht, gibt es Gruppen, gibt es Parteien, gibt es Gegensätze. Der Taoismus selbst im 7. Jahrhundert nach Christus ist eine Religion, wenn wir sagen, hinter dieser Kultur steht eine Religion. Man könnte auch umgekehrt sagen, Religion schafft eine Kultur. Denn eine Kultur ohne Religion ist an sich nicht denkbar. Es ist gleich, ob wir hier an eine Kultur, an eine Religion denken, die vielen, einer Gruppe gemeinsam ist, einem Volk, oder eine Religion, wie es beim Taoismus der Fall war, wo es eine persönliche Religion ist. Da kommt der Taoismus der Orphik und den Mysterien nahe. Denn in diesen wird ja jeder einzelne Mensch angesprochen.
und damit auch die Freiheit des Menschen und darin auch jene letzte Wahrheit, wenn es um Religion geht, geht es um eine Rückbindung religiärer im Menschen, und zwar um eine individuelle Rückbindung. Es ist jene Rückbindung, von der wir schon sagten, dass sie mit der Einsamkeit des Menschen zu tun hat. Denn ohne durch eine Einsamkeit zu gehen, kommen wir nicht zu dem Ziel dessen, was wir eigentlich suchen in der Religion. Jesus Christus, das Himmelreich ist inwendig in euch. Und dieses Innerste finden wir nicht in Anlehnung an einen anderen Menschen, sondern ganz allein auch in der bewussten Stärke, dass wir auch ohne den anderen Menschen auf diesem Weg zum Ziele gelangen. Es ist eine gewisse Stärke notwendig. Zu jeder Einsamkeit ist eine Stärke notwendig. Denn wenn Menschen flüchtig sind vom Lande in eine Stadt, so ist es zumeist, dass sie die Einsamkeit auf dem Lande nicht ertragen können. Und dass sie darum irgendwie eine Gemeinschaft, ein Kollektiv suchen. Die Einsamkeit ist das Wichtigste zur Grundlage der Religion. Und diese Einsamkeit und diese letzten Konsequenzen, die alle damit zusammenhängen, hat der Tao im Taoismus gefordert. Die Mysterien haben dasselbe getan. Denn auf dem mystischen Weg kann niemand mit irgendeinem anderen zusammen den Weg finden. Sie finden auch die Mystiker, wenn sie unsere mystische Epoche betrachten, immer vereinzelt, den Meister Eckhart, den Seusser, die Mechthildis, und wie sie alle heißen, Tauler, sie finden sie in ihrer eigenen Mystik. Es ist der Durchbruch der Persönlichkeit in die Person, so hätte es etwa Plato genannt. Denn die Person ist an sich hier angesprochen, weil die Person ja das Ewige, das Überzeitliche ist. In dem Taoismus geht es also auf die Suche des Tao. Das ist eine schwierige Suche, weil der Tao ganz einfach nicht begreifbar ist. Wenn Sie heute an irgendetwas herangehen, was Sie suchen, Sie haben irgendein System, Sie haben eine Vorstellung, Sie haben eine wissenschaftliche Dokumentation, Sie können auf irgendetwas Greifbares zurückgreifen, dann haben Sie etwas Festes in den Händen. Das ist ja heute auch darum das Verlangen, darum haben wir ja heute auch eine Wissenschaftsgläubigkeit, weil man versucht, aus dem Wissen einen Glauben zu gestalten, was natürlich ein Aberglaube ist. Es gibt keinen Glauben aus dem Wissen, sondern das Wissen steht isoliert für sich. Aber der Weg in den Tao ist ganz einfach der Weg in etwas, was ist. Man könnte sagen, es ist dazwischen. Lao Tse hat es einmal bezeichnet, es ist die Mutter, die alles gebärt. Es ist der Mutterschoß, in dem alles ist.
Wir haben auch diesen Ausdruck verwandt in der Philosophie, wenn man spricht im Schoße der Materie. Also im Gegensatz zur Physik, wo die Materie ja etwas anderes bedeutet. In der Physik ist der Stoff an sich Materie, während in der Philosophie die Materie Geist ist. Also Mater, Mutter, Geist und Vater, Geist. Das etwa Yin und Yang haben sie hier nach dem altchinesischen Prinzip. Wir müssen uns daher immer über Worte klar werden, weil sie sich heute überschneiden. Und darum ist auch das, was wir suchen, eigentlich irgendwo bei Konfuzius gelegen in dem gegenwärtigen Leben. Also in dem Leben, in dem wir sind, in diesem Gegenwärtigen, da sollen wir es suchen und sollen wir es finden. Während bei Lao Tse ist es das Suchen einer Zukunft, eines künftigen Lebens. Auch das finden wir ja wieder in den europäischen Bestrebungen von Weltanschauungen. Denn im Grunde geht ja das Christentum auf die Suche des künftigen Lebens. Wir sollen uns hier nicht an Dinge anklammern. Was nützt es euch, wenn ihr die ganze Welt gewöhnt und nehmt doch Schaden an eurer Seele? Das ist etwa, haltet euch nicht auf, klammert euch nicht fest an die gegenwärtigen Dinge. Das künftige Leben ist von entscheidender Bedeutung. Also darin, wo wir stehen, das ist ein Durchgang auf ein künftiges Leben hin. Und da taucht natürlich das Motiv der Unsterblichkeit auf, die sie genauso auch beim Christentum finden. Die Unsterblichkeit, die auch die persönliche Unsterblichkeit meint. Diese Unsterblichkeit besagt, dass auch der Körper an sich unsterblich ist. Auch hier kommen wir in den Esoterikos, den Sie vor allem in der Gnosis kennenlernen, in den Johannesakten, wo der Unterschied besteht zwischen dem Leib einerseits und dem Körper andererseits. Etymologisch ist das, was Leib ist, zugleich Leben. Und der Leib ist der Immerlebende, Immerlebendige. Er ist der, der hinter dem Körper steht. Er ist also, wie man es im Hellenischen hat, der Archetypus. Es ist der archetypische Leib, der ewige Leib, der dem Geiste als Urbild zugehört. Jeder Geist, der von Gott geschaffen ist, hat ein Urbild, Archetypus. Und dieses Urbild, was auch mit der Idee des Menschen zu tun hat, denn Idee bedeutet an sich Urbild, dieses Urbild, das ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. In diesem Urbild gibt es keine Geburt und keinen Tod. Das ist das Unsterbliche. Das heißt, wenn ein Mensch in eine Existenz gekommen ist, einerlei in welchen Bereich, ob er in ein Inkarnat gekommen ist, in unserem Weltplan hier, oder in eine andere Welt mit einem anderen Leib, immer wieder mit einem anderen Körper,
immer wieder erst dieser Körper aus diesem Leib heraus entstanden. Der Rückbezug des Körpers zum Leib ist ein kontinuierlicher. Das können Sie im Christentum finden, im sogenannten Heligant. Der Heligant, den kennt man im Vatikan natürlich, aber er ist letztendlich verborgen, man lässt ihn beiseite, weil nämlich Jesus im Heligant über die Muttergottheit spricht. Er spricht über die Mutter, wie er über den Vater spricht. Und er sagt, die Mutter, die ist eigentlich zuständig für den Leib, für den Körper. Und wir kennen das ja auch in der Relation einer tiefen Psychologie, dass wir, wenn wir von dem Unterbewusstsein sprechen, wir eigentlich von der Mutter sprechen, während wir von dem Überbewusstsein mit dem Vater sprechen. Und das Überbewusstsein als Vater, das Unterbewusstsein als Mutter, das hat einen Bezug auf das vierte Gebot, in dem es heißt, du sollst Vater und Mutter ehren, auf dass du lange lebst in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, gegeben hat. Wenn sie zwischen Vater und Mutter eine gute Ehe in sich haben, dass sie wissen, was sie dem Vater und was sie der Mutter zu verdanken und zu geben haben, dann haben sie ein langes Leben auf dieser Erde. Dann sind sie langlebig. Und das hat seine tiefe Wahrheit. Denn wenn sie immer alles nur versuchen, in ihrem kurzsichtigen Denken, wo sie ja doch gar keine große Perspektive in ihren Gedanken haben, das sofort nur in das Unterbewusstsein zu geben, dann ist das nicht richtig, sondern sie sollen es dem Überbewusstsein, dem Vater geben, der ja an sich den Tao in Händen hat und der den großen Sinn ihres ewigen Lebens kennt. Und der weiß, was für sie in diesem Zeitaugenblick in der Relation zu ihrem ewigen Leben richtig ist. Und ihre Bitte, die sie irgendwo in sich tragen, nicht erfüllt, ihnen aber dafür etwas anderes gibt, das in einer wunderbaren Weise sinnvoll für ihr jetziges Leben ist. Darum sollen sie den Vater vertrauen. Und der Vater, der weiß, was für sie richtig ist. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Hier haben sie also auch einen Grundgedanken dessen, was eigentlich mit dem Tao an sich zusammenhängt. Wir haben im Tao das Spiel der Kräfte der Gegensätze. Denn im Tao kennt man auch Yin und Yang. Man weiß, dass die Gegensätze da sind. Man hat aber, erinnern Sie sich an die Figur von Yin und Yang, da haben Sie jene merkwürdige Linie, wenn Sie sie ganz auszeichnen würden, würde es das Symbol, das algebraische und mathematische Symbol der Ewigkeit darstellen. Und diese Linie, die dazwischen ist, die ist an sich der Ausdruck von einer Substanz, die nicht irgendwie greifbar ist. Es ist ein Vakuum. Zwischen Geist und Stoff ist ein Vakuum. Wir haben etwas ganz Ähnliches bei dem zweiten Schöpfungstag, wo es heißt von dem oberen Wasser und von dem unteren Wasser.
Und zwischen den beiden Wassern, also das wäre die Geistseele und das wäre die Stoffseele, diese beiden Wasser, denn Wasser bedeutet ja an sich Seele, und in der Mitte ist eine Feste, und diese Feste heißt Himmel. So ist der zweite Schöpfungstag. Und diese Feste dazwischen, das ist ein Vakuum bei deren Taoismus. Dieses Vakuum bringt die beiden Gegensätze in das Spiel, aber nicht in das Spiel, dass einer oder der andere obsiegt, sondern dass daraus die Erscheinungen entstehen. Die Erscheinungen, in denen wir uns befinden. Denn wir haben ja nur eine Erscheinung dadurch, dass Gegensätze vorhanden sind. Wenn es nur Licht wäre, wenn es nur hell wäre und nichts anderes, könnten sie nicht sehen. Wenn es nur dunkel wäre, könnten sie auch nicht sehen. Nur im Spiel zwischen hell und dunkel, zwischen den Gegensätzen erscheinen die Dinge, sind die Phänomene vorhanden. Darum ist das Spiel der Gegensätze geleitet durch etwas, das nicht greifbar ist. Da finden wir in diesem Vakuum, in diesem nicht greifbaren wieder den Tao. Er ist dazwischen. Er ist eine Substanz, aber man kann dieser Substanz nicht irgendwie bewusst gerecht werden. Es ist etwa das, was wir heute sagen würden, wenn wir von einem Stern zu einem anderen, von einem Kraftfeld sprechen, das wir ja auch nicht sehen können, dass in diesem Kraftfeld eigentlich die Harmonie der Sternläufe, also die Sphärenharmonie im Gestirnslauf überhaupt aufrechterhalten wird. Denn diese Kraft ist ja mit zu den Anfängen gerechnet. Denn für den Anfang sagt man ja immer Licht, Kraft und Zahl. Das sind die drei, die im Ursprung stehen, im Ursprung der Schöpfung. Diese ungreifbare Substanz ist also das, was das Dazwischen ist, das Interesse. Das ist das, was auch in einem jeden Menschen eine Rolle spielt, da, wo er mit seiner Ratio, auch mit seinen Sinneseindrücken nicht hinkommen kann, das aber immer dazwischen ist und das wir ja auch das Sphärische nennen. Dieses, was an sich nicht direkt greifbar ist. Nun hat der Taoismus eine ganz bestimmte Einstellung zum Körper. Er sagt, der Körper ist sehr wichtig, denn der Körper eint die Seelen. Im Menschen sind verschiedene entgegengesetzte Gemütsbestrebungen. Goethe sagt, zwei Seelen, ach, sind in meiner Brust. Das ist es, dass der Körper ein Einigendes darstellt. Und der Körper als Leib, also als ewiger Körper, ist daher für den Taoisten eine ganz wesentliche Grundlage. Wenn Sie das Christentum betrachten, sehen Sie, dass alles um den Körper geht. Die Grundfrage ist der Körper. Die Auferstehung des Körpers, des Leibes, Christi, darauf beruht alles.
Das ganze Christentum würde zusammenbrechen, würde die Auferstehung als solche nicht mehr sein. Also die Frage des Leibes ist eine entscheidende Frage. Es ist also nicht so, dass man sagt, der Körper habe keinen Wert, er wäre sinnlos, sondern der Körper hat für die Epoche, in der der Mensch irgendwo existent ist, es kann ja auch Existenzen in einer Astralwelt oder Mentalwelt, Kausalwelt, es gibt ja auch noch andere Welten, geben. Überall spielt der Körper eine entscheidende Rolle. Denn um des Körpers willen ist die Spezies Mensch da. Der Mensch, sonst wäre er einer anderen Spezies zugeordnet. Der Mensch ist ein geistiges Wesen, das mit einem Leibe bekleidet ist. Das ist die Grundthese des Christentums. Der Leib ist also von entscheidender Bedeutung. Der Geist kann sich nur, ist auf den Leib hin ausgerichtet. Denn über den Leib kann er sich in eine Existenz verwirklichen, während in ihm, in dem Geist, die vielen Möglichkeiten sind, kann er die eine und andere Möglichkeit, denn er ist ja in Zeit und Raum gegeben, realisieren in eine Welt der Erscheinung hinein. Darum ist das Medium Leib, Körper, von entscheidender Bedeutung. Darum können wir auch nicht sagen, es ist gleich, ich kann mir diesen Körper nehmen, wie es beispielsweise der Selbstmörder tut. Sicher kann er es tun, er hat die Freiheit. Er kann es tun, aber er hat irgendwo dann etwas ganz Entscheidendes nicht erkannt. Und da er ja, weil wenn er sich das Leben nimmt, die Existenz nimmt, er sich ja sein Selbst nehmen möchte, steht er in dem großen Irrtum, dass er dieses Selbst, das der Inbegriff seines individuellen Lebens ist, er töten könnte. Alles andere kann er töten, nur eben dieses nicht. Und dieser Grundirrtum, dem er natürlich dann auch dort begegnet, also in seiner Jenseitigkeit, das ist natürlich sein Leid. Das ist das Leid, an dem er trägt, weil er durch seinen Körper, wenn er ihn behalten hätte, den Sinn seines Lebens, den Tao, erfüllt hätte, und dadurch auch der Ewigkeit, dem weiteren Leben gedient hätte. Für den Taoisten ist das Verschwinden des einzelnen Menschen nur eine Illusion. Das heißt, der Tod ist im Grunde eine Illusion, weil der Taoist ausgeht davon, dass der Leib dennoch bestehen bleibt. Das ist an sich etwas ganz Ähnliches, was wir ja auch im Christentum haben. Nur, dass wir es natürlich in einem vermaterialisierten Kirche falsch vorgesetzt bekommen haben. Heute ist ja die Kirche seit Beginn des 20. Jahrhunderts in eine ganz andere Anschauung bekommen. Ich habe noch gelehrt bekommen in meiner Jugend, dass der Körper, nicht wahr, etwas ist, der nun, wenn er stirbt, irgendwo in einem Grab ist und als Fleisch wieder aufersteht.
So war es die Lehre durch alle die Jahrhunderte hindurch. Die Knochen werden wieder auferstehen. Es wird also der physische Leib wieder auferstehen. Heute weiß man das ja nun natürlich ganz anders. Man weiß es, dass diesem physischen Leib ein anderer Leib beigegeben ist, was im Übrigen ausgesprochen in den Briefen des Apostel Paulus ausgedrückt ist, der geistliche Leib, und dass dieser geistliche Leib das ewige Leben des Menschen trägt, so wie vorher der physische Leib dieses ewige Leben getragen hat, und dass dieser Wechsel dorthin die Auferstehung bedeutet, die natürlich entsprechend der Lebensführung des Menschen, entsprechend der Hinwendung des Menschen ganz verschiedenartig und individuell sein kann. Nicht jeder geistliche Leib ist gleich. Nicht jeder hat dieselbe Eigenart. Wenn wir in den Bardo Tödol zurücksehen, dann erkennen wir, wie es in der indischen Philosophie ist, dass wir vor das klare Licht gestellt werden und dass wir in diesem geistlichen Leib, in diesem klaren Licht gar nicht bestehen können, weil unser geistlicher Leib, also unsere Seelenstruktur, noch gar nicht für das klare Licht reif ist. Und wenn ich in das klare Licht mit einer unreinen Seele komme, dann flieht die Seele bis in jedes Licht hinein, das sie zu ertragen vermag. Und dann hält sich die Seele in jedem Licht auf, das sie ertragen kann und in dem auch andere Seelen sind. Und das ist dann der Lebensbereich. Gleiches zieht Gleiches an. Dieselbe Grundfrage ist, wie ist das Leben in der Zukunft? Für den Taoisten war das eine ganz wesentliche Frage und ist auch eine wesentliche Frage an sich für den Christen. Nur wird uns davon eigentlich verhältnismäßig wenig berichtet. Denn das Leben auf diese Zukunft hin, das hängt ja mit der jeweils gegenwärtigen Lebensweise, Lebensart und Lebensführung zusammen. Es hängt damit zusammen, wohin ich mein Interesse wende. Ob ich ein geistiges Interesse habe, ob ich beispielsweise in jedem Tun nicht nur eine zeitliche und räumliche Planung habe, sondern auch meine Ewigkeit zu Rat ziehe, das ist etwas ganz Unterschiedliches. Wenn Sie also nur zeitlich räumlich sind, so hat der Leib, in den Sie gewissermaßen auferstehen, wobei man in diesem Fall fast nicht von einer Auferstehung sprechen kann, sondern nur von einem Leben, einem Weiterleben auf einer anderen Ebene, den Drang wieder zurückzukehren in diese Zeit und in diesen Raum. Weil das Begehren, das, was wir eigentlich Kama nennen, darum spricht man ja auch im fernen Osten von Kamaruta, die Grundlage eigentlich darstellt, auch über alle Wandlungen hindurch, die unserer Zukunft zugrunde liegt. Aus der Begierde des Menschen wird seine Zukunft. Darum ist das, was ein Mensch begehrt, von entscheidender Bedeutung.
Meister Eckhart sagt, es gibt nur ein einziges Begehren, das uns frei macht. Denn er sagte, Gott lässt sich nicht zwingen. Wenn da aber ein Mensch ist, in einem großen Begehren zu ihm und in einer großen Demut, kann Gott nicht anders, als in ihn kommen zu müssen. Das wäre also die einzige Begehrung, dass wir jede Begehrung zuerst auf Gott, auf das Ewige ausrichten, dann würde uns von dort aus auch das Materielle, das, was in der Erscheinung für uns gegeben ist, hinzugegeben werden. Trachte zuerst in die Ausrichtung des Gottesreiches, dann wird euch das andere alles hinzugegeben. Wenn wir aber das nicht beachten und wenn wir nur direkt das, was zu tun ist, verwirklichen, durch ein direktes Begehren, durch ein direktes Tun, ohne Beachtung des anderen in uns, dann, selbst wenn es ein gutes Begehren ist, bleiben wir eben im Karma. Und dann ist es halt ein gutes Karma. Dann sind es, wenn Sie es übertragen, kosmologisch auf eine neue Existenz, auf den Anbeginn einer neuen Existenz, sind es die Trigonal- und Sextilaspekte, ist das gute Karma, was Sie mitbekommen haben. Aber es ist Karma. Es ist nicht die Befreiung und die Erlösung. Wenn Sie wissen wollen, was im Horoskop die Erlösung ist, auf einer bestimmten Ebene, das ist, wenn ein Himmelskörper in sein Domizil gekommen ist. Das heißt, in sein Zeichen. Der Mars ist in den Widder oder Skorpion gekommen, der Mond ist in den Krebs gekommen, die Sonne ist in den Löwen gekommen. Da, wo es im Domizil ist, da sind wir heimgekehrt. Darum nennt man es Domizil. Und das ist der Sinn. Das ist etwas ganz anderes, als wie das, auch was Aspekte bedeutet, und hat auch eine ganz andere Bedeutung, wie die Quadraturen und Oppositionen. Die Unsterblichkeit spielt also doch eine sehr große, eine sehr wesentliche Rolle. Sie spielt eine Rolle in Anbetracht des Leibes. Die Leibfrage ist von Bedeutung. Die Frage der Verbindung von Leib und Körper. Und wiederum dessen, dass der Geist durch den Leib beziehungsweise den Körper in einer bestimmten Welt verwirklichen will. Sie brauchen, um sich zu verwirklichen, sei es eine geistige Verwirklichung, sei es eine technische, sei es eine handwerkliche, brauchen sie ihren Leib. Wir müssen in Erscheinung treten. Darum ist das Instrument unserer Erscheinung, dass wir letztendlich uns aus unserem Geist selbst geschaffen haben, immer wieder, ist ein entscheidendes, wichtiges Instrument, das auch der Pflege bedarf und auch dessen, dass wir uns immer bewusst sind, wenn dieser Leib Symptome von Krankheit aufweist, dass wir diesen Leib nicht richtig benutzen. Dass wir ihn nicht richtig handhaben. Und das eben ist der Sinn der Krankheit. Wir haben irgendwie mit dem Leib nicht das getan, wozu wir ihn geschaffen haben. Und das ist eine wunderbare Erklärung der Krankheit. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, wenn wir die großen
Zusammenhänge weltanschaulicher und religiöser Art betrachten, so können wir zurückgreifen auf älteste chinesische Weltanschauungen. Gerade in den Auseinandersetzungen der verschiedenen Religionen und Religionssysteme, aber auch in der persönlichen Auseinandersetzung in Glaubensfragen, spielt die Betrachtung der chinesischen Grundströmungen eine nicht unbeträchtliche Rolle. Wir haben im alten China zwei große Prinzipien. Prinzipien der Kultur. Denn letzten Endes geht es hier auch in unserer Zeit darum, dass wir wieder Kultur gewinnen. Wir sind in eine Zeit gekommen, in der wir Zivilisation hatten, aber keine Kultur. Wir hatten einmal eine Kultur. Aber das, was heute sich da tut, darin überwiegt die Zivilisation sie so sehr über alles kulturelle Bemühen, auch in den Völkern und unter den Völkern, dass sie auf die großen Entscheidungen, also auch auf die politischen Entscheidungen, und damit auch auf die Entscheidungen jedes individuellen Lebens keinen Ausschlag mehr gibt. Nicht einmal mehr in den Schulen. Denn auch die Schulen sind keine Kultstätten mehr, sondern sind gebunden an Lehrmeinungen von Ministerien, die wiederum ganz mit der Zivilisation, Industrie und so weiter zusammenhängen. Darum interessiert uns, da wir ja hier einmal den großen Rahmen haben wollen, das Grundsätzliche, die philosophischen Hintergründe, auch das, woraus eigentlich sich alles entwickelt hat. Im alten China, jener Kultur, die ja sehr viel älter ist wie unsere europäische Kultur, da gab es zwei große Strömungen. Die eine, das war der Konfuzianismus, und der andere der Taoismus. Der Konfuzianismus, das ist etwa der heutige Bhagwan, der ganz einfach sagt, lebt und sucht euch die Freuden des Lebens und genießt das Leben in seiner vollen Gegenwärtigkeit, denn es wird ja doch irgend zu einer Katastrophe kommen und dann habt ihr wenigstens das Leben gelebt. Das ist etwa die Philosophie, die er hatte. Und das hat sehr viel gemein mit dem Konfuzius, der die Daseinsfreude, das auch das sittliche Leben des Daseins unter den Menschen pflegte und zweifelsohne in dieser Richtung dem Volk damals einen Halt gegeben hat, aber auch eine ganz bestimmte Weltanschauung. Ganz anders der Taoismus. Es geht dabei um den Lao Tse, um jenen, der sein Leben lang aus einem gewissen Hintergrund in diesem Kaiserreich China seinen Dienst verrichtet hat. Und der in einer ganz anderen Weise das Leben betrachtete.
Der Tao. Der Tao ist das, was ist, den man nicht greifen und begreifen kann. Als dieser Lao Tse am Ende seines Lebens, da er merkte, dass er alt war und seinen Geschäften nicht mehr nachgehen konnte, hat er das Land verlassen. Und so kam er denn an die Zöllnerstelle an der Grenze des chinesischen Reiches, und der Zöllner erkannte ihn. Und er bat ihn, er möchte doch etwas noch niederschreiben, dass von ihm noch etwas erhalten blieb. Und da setzte sich Lao Tse in die Zöllnerstube und schrieb den Tao Te Ching. Dieser Tao Te Ching beginnt, der Sinn der Tao, das ist etwa übersetzt, was der Tao ist. Der Sinn, den man ersinnen kann, ist nicht der ewige Sinn. Und der Name, den man nennen kann, ist nicht der ewige Name. Jenseits der Grenze der Offenbarung gelangst du zu der Anschauung der Kräfte. Er hat diesen Tao und diesen Taoismus begründet. Bis in das 7. Jahrhundert nach Christus war der Tao eine Kultur Chinas, eine besondere, eigenartige Kultur. Und wenn ich auf diesen Taoismus zu sprechen komme, so kommen heute manche Menschen in Lindisfarne, in Findhorn zusammen, große, bedeutende Wissenschaftler unserer Zeit, die in einem ganz neuen Geist, man könnte sagen, in dem Geist des Aquarius, des Wassermanns, sich treffen und greifen wieder auf den Taoismus und auf die Kultur des Taoismus zurück. Sie ist eine Kultur, die eine Einfachheit in sich birgt. Einfachheit bedeutet in diesem Sinne nicht eine Armut, in keiner Weise, sondern genau das Gegenteil. Denn nur in der Einfachheit ist es möglich, dass sich der Sinn an allen erfüllen kann. Überall dort, wo man in das Komplizierte geht, gibt es Gruppen, gibt es Parteien, gibt es Gegensätze. Der Taoismus selbst im 7. Jahrhundert nach Christus ist eine Religion, wenn wir sagen, hinter dieser Kultur steht eine Religion. Man könnte auch umgekehrt sagen, Religion schafft eine Kultur. Denn eine Kultur ohne Religion ist an sich nicht denkbar. Es ist gleich, ob wir hier an eine Kultur, an eine Religion denken, die vielen, einer Gruppe gemeinsam ist, einem Volk, oder eine Religion, wie es beim Taoismus der Fall war, wo es eine persönliche Religion ist. Da kommt der Taoismus der Orphik und der Mysterien nahe. Denn in diesen wird ja jeder einzelne Mensch angesprochen. Und damit auch die Freiheit des Menschen. Und darin auch jene letzte Wahrheit, wenn es um Religion geht, geht es um eine Rückbindung religiärer
im Menschen. Und zwar um eine individuelle Rückbindung. Es ist jene Rückbindung, von der wir schon sagten, dass sie mit der Einsamkeit des Menschen zu tun hat. Denn ohne durch eine Einsamkeit zu gehen, kommen wir nicht zu dem Ziel dessen, was wir eigentlich suchen in der Religion. Jesus Christus, das Himmelreich, ist inwendig in euch. Und dieses Innerste finden wir nicht in Anlehnung an einen anderen Menschen, sondern ganz allein, auch in der bewussten Stärke, dass wir auch ohne den anderen Menschen auf diesem Weg zum Ziele gelangen. Es ist eine gewisse Stärke notwendig. Zu jeder Einsamkeit ist eine Stärke notwendig. Denn wenn Menschen flüchtig sind vom Lande in eine Stadt, so ist es zumeist, dass sie die Einsamkeit auf dem Lande nicht ertragen können. Und dass sie darum irgendwie eine Gemeinschaft, ein Kollektiv suchen. Die Einsamkeit ist das Wichtigste zur Grundlage der Religion. Und diese Einsamkeit und diese letzten Konsequenzen, die alle damit zusammenhängen, hat der Tao im Taoismus gefordert. Die Mysterien haben dasselbe getan. Denn auf dem mystischen Weg kann niemand mit irgendeinem anderen zusammen den Weg finden. Sie finden auch die Mystiker, wenn sie unsere mystische Epoche betrachten, immer vereinzelt, den Meister Eckhart, den Seusser, die Mechthildis und wie sie alle heißen, Tauler, sie finden sie in ihrer eigenen Mystik. Es ist der Durchbruch der Persönlichkeit in die Person, so hätte es etwa Plato genannt. Denn die Person ist an sich hier angesprochen, weil die Person ja das Ewige, das Überzeitliche ist. In dem Taoismus geht es also auf die Suche des Tao. Das ist eine schwierige Suche, weil der Tao ganz einfach nicht begreifbar ist. Wenn Sie heute an irgendetwas herangehen, was Sie suchen, Sie haben irgendein System, Sie haben eine Vorstellung, Sie haben eine wissenschaftliche Dokumentation, Sie können auf irgendetwas Greifbares zurückgreifen, dann haben Sie etwas Festes in den Händen. Das ist ja heute auch darum das Verlangen, darum haben wir ja heute auch eine Wissenschaftsgläubigkeit, weil man versucht, aus dem Wissen einen Glauben zu gestalten, was natürlich ein Aberglaube ist. Es gibt keinen Glauben aus dem Wissen, sondern das Wissen steht isoliert für sich. Aber der Weg in den Tao ist ganz einfach der Weg in etwas, was ist. Man könnte sagen, es ist dazwischen. Lao Tse hat es einmal bezeichnet, es ist die Mutter, die alles gebärt, es ist der Mutterschoß, in dem alles ist. Wir haben auch diesen Ausdruck verwandt in der Philosophie, wenn man spricht im Schoße der Materie.
also im Gegensatz zur Physik, wo die Materie ja etwas anderes bedeutet. In der Physik ist der Stoff an sich Materie, während in der Philosophie die Materie Geist ist, also Mater, Mutter, Geist und Vater, Geist. Das etwa Yin und Yang haben sie hier nach dem altchinesischen Prinzip. Wir müssen uns daher immer über Worte klar werden, weil sie sich heute überschneiden. Und darum ist auch das, was wir suchen, eigentlich irgendwo bei Konfuzius gelegen in dem gegenwärtigen Leben. Also in dem Leben, in dem wir sind, in diesem gegenwärtigen, da sollen wir es suchen und sollen wir es finden. Während bei Lao Tse ist es das Suchen einer Zukunft, eines künftigen Lebens. Auch das finden wir ja wieder in den europäischen Bestrebungen von Weltanschauungen. Denn im Grunde geht ja das Christentum auf die Suche des künftigen Lebens. Wir sollen uns hier nicht an Dinge anklammern. Was nützt es euch, wenn ihr die ganze Welt gewöhnt und nehmt doch Schaden an eurer Seele? Das ist etwa, haltet euch nicht auf, klammert euch nicht fest an die gegenwärtigen Dinge. Das künftige Leben ist von entscheidender Bedeutung. Also darin, wo wir stehen, das ist ein Durchgang auf ein künftiges Leben hin. Und da taucht natürlich das Motiv der Unsterblichkeit auf, die sie genauso auch beim Christentum finden. Die Unsterblichkeit, die auch die persönliche Unsterblichkeit meint. Diese Unsterblichkeit besagt, dass auch der Körper an sich unsterblich ist. Auch hier kommen wir in den Esoterikos, den Sie vor allem in der Gnosis kennenlernen, in den Johannesakten, wo der Unterschied besteht zwischen dem Leib einerseits und dem Körper andererseits. Etymologisch ist das, was Leib ist, zugleich Leben. Und der Leib ist der immer Lebende, immer Lebendige. Er ist der, der hinter dem Körper steht. Er ist also, wie man es im Hellenischen hat, der Archetypus. Es ist der archetypische Leib, der ewige Leib, der dem Geiste als Urbild zugehört. Jeder Geist, der von Gott geschaffen ist, hat ein Urbild, Archetypus. Und dieses Urbild, was auch mit der Idee des Menschen zu tun hat, denn Idee bedeutet an sich Urbild, dieses Urbild, das ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. In diesem Urbild gibt es keine Geburt und keinen Tod. Das ist das Unsterbliche. Das heißt, wenn ein Mensch in eine Existenz gekommen ist, einerlei in welchen Bereich, ob er in ein Inkarnat gekommen ist, in unserem Weltplan hier, oder in eine andere Welt mit einem anderen Leib, immer wieder mit einem anderen Körper, immer wieder ist dieser Körper aus diesem Leib heraus entstanden.
Der Rückbezug des Körpers zum Leib ist ein kontinuierlicher. Das können Sie im Christentum finden, im sogenannten Heligant. Der Heligant, den kennt man im Vatikan natürlich, aber er ist letztendlich verborgen, man lässt ihn beiseite, weil nämlich Jesus im Heligant über die Muttergottheit spricht. Er spricht über die Mutter, wie er über den Vater spricht. Und er sagt, die Mutter, die ist eigentlich zuständig für den Leib, für den Körper. Und wir kennen das ja auch in der Relation einer tiefen Psychologie, dass wir, wenn wir von dem Unterbewusstsein sprechen, wir eigentlich von der Mutter sprechen, während wir von dem Überbewusstsein mit dem Vater sprechen. Und das Überbewusstsein als Vater, das Unterbewusstsein als Mutter, das hat einen Bezug auf das vierte Gebot, in dem es heißt, du sollst Vater und Mutter ehren, auf dass du lange lebst in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, gegeben hat. Wenn sie zwischen Vater und Mutter eine gute Ehe in sich haben, dass sie wissen, was sie dem Vater und was sie der Mutter zu verdanken und zu geben haben, dann haben sie ein langes Leben auf dieser Erde. Dann sind sie langlebig. Und das hat seine tiefe Wahrheit. Denn wenn sie immer alles nur versuchen, in ihrem kurzsichtigen Denken, wo sie ja doch gar keine große Perspektive in ihren Gedanken haben, das sofort nur in das Unterbewusstsein zu geben, dann ist das nicht richtig, sondern sie sollen es dem Überbewusstsein, dem Vater geben, der ja an sich den Tao in Händen hat und der den großen Sinn ihres ewigen Lebens kennt. Und der weiß, was für sie in diesem Zeitaugenblick in der Relation zu ihrem ewigen Leben richtig ist. Und ihre Bitte, die sie irgendwo in sich tragen, nicht erfüllt, ihnen aber dafür etwas anderes gibt, das in einer wunderbaren Weise sinnvoll für ihr jetziges Leben ist. Darum sollen sie den Vater vertrauen. Und der Vater, der weiß, was für sie richtig ist. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Hier haben sie also auch einen Grundgedanken dessen, was eigentlich mit dem Tao an sich zusammenhängt. Wir haben im Tao das Spiel der Kräfte der Gegensätze. Denn im Tao kennt man auch Yin und Yang. Man weiß, dass die Gegensätze da sind. Man hat aber, erinnern Sie sich an die Figur von Yin und Yang, da haben Sie jene merkwürdige Linie, wenn Sie sie ganz auszeichnen würden, würde es das Symbol, das algebraische und mathematische Symbol der Ewigkeit darstellen. Und diese Linie, die dazwischen ist, die ist an sich der Ausdruck von einer Substanz, die nicht irgendwie greifbar ist. Es ist ein Vakuum. Zwischen Geist und Stoff ist ein Vakuum. Wir haben etwas ganz Ähnliches bei dem zweiten Schöpfungstag, wo es heißt von dem oberen Wasser und von dem unteren Wasser. Und zwischen den beiden Wassern, also das wäre die Geistseele und das wäre die Stoffseele,
diese beiden Wasser, denn Wasser bedeutet ja an sich Seele, und in der Mitte ist eine Feste, und diese Feste heißt Himmel. So ist der zweite Schöpfungstag. Und diese Feste dazwischen, das ist ein Vakuum bei dem Taoismus. Dieses Vakuum bringt die beiden Gegensätze in das Spiel, aber nicht in das Spiel, dass einer oder der andere obsiegt, sondern dass daraus die Erscheinungen entstehen. Die Erscheinungen, in denen wir uns befinden. Denn wir haben ja nur eine Erscheinung dadurch, dass Gegensätze vorhanden sind. Wenn es nur Licht wäre, wenn es nur hell wäre und nichts anderes, könnten sie nicht sehen. Wenn es nur dunkel wäre, könnten sie auch nicht sehen. Nur im Spiel zwischen hell und dunkel, zwischen den Gegensätzen erscheinen die Dinge, sind die Phänomene vorhanden. Darum ist das Spiel der Gegensätze geleitet durch etwas, das nicht greifbar ist. Da finden wir in diesem Vakuum, in diesem nicht greifbaren wieder den Tao. Er ist dazwischen. Er ist eine Substanz, aber man kann dieser Substanz nicht irgendwie bewusst gerecht werden. Es ist etwa das, was wir heute sagen würden, wenn wir von einem Stern zu einem anderen, von einem Kraftfeld sprechen, das wir ja auch nicht sehen können, dass in diesem Kraftfeld eigentlich die Harmonie der Sternläufe, also die Sphärenharmonie, im Gestirnslauf überhaupt aufrechterhalten wird. Denn diese Kraft ist ja mit zu den Anfängen gerechnet. Denn für den Anfang sagt man ja immer Licht, Kraft und Zahl. Das sind die drei, die im Ursprung stehen, im Ursprung der Schöpfung. Diese ungreifbare Substanz ist also das, was das Dazwischen ist, das Interesse. Das ist das, was auch in einem jeden Menschen eine Rolle spielt, da, wo er mit seiner Ratio, auch mit seinen Sinneseindrücken nicht hinkommen kann, das aber immer dazwischen ist und das wir ja auch das Sphärische nennen. Dieses, was an sich nicht direkt greifbar ist. Nun hat der Taoismus eine ganz bestimmte Einstellung zum Körper. Er sagt, der Körper ist sehr wichtig. Denn der Körper eint die Seelen. Im Menschen sind verschiedene entgegengesetzte Gemütsbestrebungen. Goethe sagt, zwei Seelen, ach, sind in meiner Brust. Das ist es, dass der Körper ein Einigendes darstellt. Und der Körper als Leib, also als ewiger Körper, ist daher für den Taoisten eine ganz wesentliche Grundlage. Wenn Sie das Christentum betrachten, sehen Sie, dass alles um den Körper geht. Die Grundfrage ist der Körper. Dass die Auferstehung des Körpers, des Leibes Christi, darauf beruht alles. Das ganze Christentum würde zusammenbrechen,
würde die Auferstehung als solche nicht mehr sein. Also die Frage des Leibes ist eine entscheidende Frage. Es ist also nicht so, dass man sagt, der Körper habe keinen Wert, er wäre sinnlos, sondern der Körper hat für die Epoche, in der der Mensch irgendwo existent ist, es kann ja auch Existenzen in einer Astralwelt oder Mentalwelt, Kausalwelt, es gibt ja auch noch andere Welten, geben. Überall spielt der Körper eine entscheidende Rolle. Denn um des Körpers willen ist die Spezies Mensch da. Der Mensch, sonst wäre er einer anderen Spezies zugeordnet. Der Mensch ist ein geistiges Wesen, das mit einem Leibe bekleidet ist. Das ist die Grundthese des Christentums. Der Leib ist also von entscheidender Bedeutung. Der Geist kann sich nur, ist auf den Leib hin ausgerichtet. Denn über den Leib kann er sich in eine Existenz verwirklichen, während in ihm, in dem Geist, die vielen Möglichkeiten sind, kann er die eine und andere Möglichkeit, denn er ist ja in Zeit und Raum gegeben, realisieren in eine Welt der Erscheinung hinein. Darum ist das Medium Leib, Körper, von entscheidender Bedeutung. Darum können wir auch nicht sagen, es ist gleich, ich kann mir diesen Körper nehmen, wie es beispielsweise der Selbstmörder tut. Sicher kann er es tun, er hat die Freiheit. Er kann es tun, aber er hat irgendwo dann etwas ganz Entscheidendes nicht erkannt. Und da er ja, weil wenn er sich das Leben nimmt, die Existenz nimmt, er sich ja sein Selbst nehmen möchte, steht er in dem großen Irrtum, dass er dieses Selbst, das der Inbegriff seines individuellen Lebens ist, er töten könnte. Alles andere kann er töten, nur eben dieses nicht. Und dieser Grundirrtum, dem er natürlich dann auch dort begegnet, also in seiner Jenseitigkeit, das ist natürlich sein Leid. Das ist das Leid, an dem er trägt, weil er durch seinen Körper, wenn er ihn behalten hätte, den Sinn seines Lebens, den Tao, erfüllt hätte und dadurch auch der Ewigkeit, dem weiteren Leben gedient hätte. Für den Taoisten ist das Verschwinden des Einzelmenschen nur eine Illusion. Das heißt, der Tod ist im Grunde eine Illusion, weil der Taoist ausgeht davon, dass der Leib dennoch bestehen bleibt. Das ist an sich etwas ganz Ähnliches, was wir ja auch im Christentum haben. Nur, dass wir es natürlich in einem vermaterialisierten Kirche falsch vorgesetzt bekommen haben. Heute ist ja die Kirche seit Beginn des 20. Jahrhunderts in eine ganz andere Anschauung gekommen. Ich habe noch gelehrt bekommen in meiner Jugend, dass der Körper, nicht wahr, etwas ist, der nun, wenn er stirbt, irgendwo in einem Grab ist und als Fleisch wieder aufersteht. So war es die Lehre durch alle die Jahrhunderte hindurch. Die Knochen werden wieder auferstehen.
Es wird also der physische Leib wieder auferstehen. Heute weiß man das ja nun natürlich ganz anders. Man weiß es, dass diesem physischen Leib ein anderer Leib beigegeben ist, was im Übrigen ausgesprochen in den Briefen des Apostel Paulus ausgedrückt ist, der geistliche Leib, und dass dieser geistliche Leib das ewige Leben des Menschen trägt, so wie vorher der physische Leib dieses ewige Leben getragen hat, und dass dieser Wechsel dorthin die Auferstehung bedeutet, die natürlich entsprechend der Lebensführung des Menschen, entsprechend der Hinwendung des Menschen ganz verschiedenartig und individuell sein kann. Nicht jeder geistliche Leib ist gleich. Nicht jeder hat dieselbe Eigenart. Wenn wir in den Bardo Tödol zurücksehen, dann erkennen wir, wie es in der indischen Philosophie ist, dass wir vor das klare Licht gestellt werden und dass wir in diesem geistlichen Leib, in diesem klaren Licht gar nicht bestehen können, weil unser geistlicher Leib, also unsere Seelenstruktur, noch gar nicht für das klare Licht reif ist. Und wenn ich in das klare Licht mit einer unreinen Seele komme, dann flieht die Seele bis in jedes Licht hinein, das sie zu ertragen vermag. Und dann hält sich die Seele in jedem Licht auf, das sie ertragen kann und in dem auch andere Seelen sind, und das ist dann der Lebensbereich, Gleiches zieht Gleiches an. Dieselbe Grundfrage ist, wie ist das Leben in der Zukunft? Für den Taoisten war das eine ganz wesentliche Frage und ist auch eine wesentliche Frage an sich für den Christen. Nur wird uns davon eigentlich verhältnismäßig wenig berichtet. Denn das Leben auf diese Zukunft hin, das hängt ja mit der jeweils gegenwärtigen Lebensweise, Lebensart und Lebensführung zusammen. Es hängt damit zusammen, wohin ich mein Interesse wende. Ob ich ein geistiges Interesse habe, ob ich beispielsweise in jedem Tun nicht nur eine zeitliche und räumliche Planung habe, sondern auch meine Ewigkeit zu Rat ziehe, das ist etwas ganz Unterschiedliches. Wenn Sie also nur zeitlich räumlich sind, so hat der Leib, in den Sie gewissermaßen auferstehen, wobei man in diesem Fall fast nicht von einer Auferstehung sprechen kann, sondern nur von einem Leben, einem Weiterleben auf einer anderen Ebene, den Drang wieder zurückzukehren in diese Zeit und in diesen Raum. Weil das Begehren, das, was wir eigentlich Kama nennen, darum spricht man ja auch im fernen Osten von Kama-Ruta, die Grundlage eigentlich darstellt, auch über alle Wandlungen hindurch, die unserer Zukunft zugrunde liegt. Aus der Begierde des Menschen wird seine Zukunft. Darum ist das, was ein Mensch begehrt, von entscheidender Bedeutung. Meister Eckhart sagt, es gibt nur ein einziges Begehren, das uns frei macht,
Denn er sagte, Gott lässt sich nicht zwingen. Wenn da aber ein Mensch ist, in einem großen Begehren zu ihm und in einer großen Demut, kann Gott nicht anders, als in ihn kommen zu müssen. Das wäre also die einzige Begehrung, dass wir jede Begehrung zuerst auf Gott, auf das Ewige ausrichten, dann würde uns von dort aus auch das Materielle, das, was in der Erscheinung für uns gegeben ist, hinzugegeben werden. Trachte zuerst in die Ausrichtung des Gottesreiches, dann wird euch das andere alles hinzugegeben. Wenn wir aber das nicht beachten und wenn wir nur direkt das, was zu tun ist, verwirklichen, durch ein direktes Begehren, durch ein direktes Tun, ohne Beachtung des anderen in uns, dann, selbst wenn es ein gutes Begehren ist, bleiben wir eben im Karma, und dann ist es halt ein gutes Karma. Dann sind es, wenn Sie es übertragen, kosmologisch auf eine neue Existenz, auf den Anbeginn einer neuen Existenz, sind es die Trigonal- und Sextilaspekte, ist das gute Karma, was Sie mitbekommen haben. Aber es ist Karma. Es ist nicht die Befreiung und die Erlösung. Wenn Sie wissen wollen, was im Horoskop die Erlösung ist, auf einer bestimmten Ebene, das ist, wenn ein Himmelskörper in sein Domizil gekommen ist. Das heißt, in sein Zeichen. Der Mars ist in den Widder oder Skorpion gekommen, der Mond ist in den Krebs gekommen, die Sonne ist in den Löwen gekommen. Da, wo es im Domizil ist, da sind wir heimgekehrt. Darum nennt man es Domizil. Und das ist der Sinn. Das ist etwas ganz anderes, als wie das auch was Aspekte bedeutet und hat auch eine ganz andere Bedeutung wie die Quadraturen und Oppositionen. Die Unsterblichkeit spielt also doch eine sehr große, eine sehr wesentliche Rolle. Sie spielt eine Rolle in Anbetracht des Leibes. Die Leibfrage ist von Bedeutung. Die Frage der Verbindung von Leib und Körper. Und wiederum dessen, dass der Geist durch den Leib beziehungsweise den Körper in einer bestimmten Welt verwirklichen will. Sie brauchen, um sich zu verwirklichen, sei es eine geistige Verwirklichung, sei es eine technische, sei es eine handwerkliche, brauchen sie ihren Leib. Wir müssen in Erscheinung treten. Darum ist das Instrument unserer Erscheinung, dass wir letztendlich uns aus unserem Geist selbst geschaffen haben, immer wieder, ist ein entscheidendes, wichtiges Instrument, das auch der Pflege bedarf und auch dessen, dass wir uns immer bewusst sind, wenn dieser Leib Symptome von Krankheit aufweist, dass wir diesen Leib nicht richtig benutzen, dass wir ihn nicht richtig handhaben. Und das eben ist der Sinn der Krankheit. Wir haben irgendwie mit dem Leib nicht das getan, wozu wir ihn geschaffen haben. Und das ist eine wunderbare Erklärung der Krankheit.